Direkt am Wohlensee liegt das neue Bootshaus des Rowing Club Bern. Der ursprüngliche Bau aus dem Jahr 1932 genügte den Anforderungen des Traditionssportclubs nicht mehr und musste bis auf wenige Elemente dem Neubau weichen. Geplant und umgesetzt wurde es in Zusammenarbeit mit dem Architekten Peter Schürch. Also die Ausgangslage ist eigentlich das baufälliges Ruderhaus. Wir hatten zu wenig Platz gehabt. Es war einfach miffig, mufflig. Die Stadt Bern hat nichts investiert. Und wir haben den Ruderer, den Jungen, wollen eigentlich etwas geben für die Zukunft und auch im Club. Nach dem Prinzip des Weiterbauens wurde die unbeheizte Bootshalle auf das alte vorhandene Fundament gesetzt. Hier finden die meterlangen Boote und weiteres Trainingsmaterial ihr Zuhause. Also wir haben hier geschaut, was wir brauchen können. Das ist eine Wand, die wir eigentlich weiterbauen können. Eigentlich eine ganz lange, prägende Wand. Wir wollten nachher, dass man mit der Typologie weiterbaut. Also es ist ein Holzhaus und es hat auch in etwa die gleiche Volumetrie, wobei das natürlich jetzt modern ist und nicht mehr ein Satteldach hat. Raum statt teure Oberflächen war die oberste Zielsetzung. Damit entstanden die Garderoben sowie der Trainings- und der Clubraum. Um das ambitiöse Projekt überhaupt finanzieren zu können, war unter anderem aber auch die tatkräftige Mithilfe aller Beteiligten erforderlich. Die Finanzierung hat sich über 2 Jahre gestreckt und wir haben Mitglieder eigentlich alle aktiviert. Es hat sehr viele Aktionen gegeben. Man hat Unternehmer eingespannt, man hat jene festgemacht, wo man den Lösen einfach in all den Bootshaus hat gut kommen. Und so ist es eigentlich schlussendlich gelungen, nachher das zu realisieren. Aber es hat also zwei Jahre gebraucht und 2 Jahre, wo man nicht immer daran geglaubt hat, dass es nachher realisierbar ist. Trotz der knappen Mittel entstand so in intakter Natur ein nachhaltiges Gebäude, das die Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrnimmt. Als Passivhaus erfüllt es sogar die heutigen Auflagen der 2000-Watt-Gesellschaft. Dank der Holzarchitektur mit der offenen Weißtannenlattung fügt es sich zudem harmonisch in die Umgebung ein. So ist der 1919 gegründete Rowing Club Bern und sein Clubhaus vielleicht schon heute gerüstet für die nächsten 100 Jahre Rudergeschichte.